Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die gute Arbeit der Familienzentren und die wichtigen Ansätze, die dort in der Bündelung von Betreuung, Beratung, Familienbildung, aber eben auch als niedrigschwellige Anlaufstelle im Stadtteil für Alltagsfragen, für Erziehungsberatung etc., die dort eben in dieser Bündelung bestehen, das ist hier Konsens. Das halten wir doch jetzt mal fest, denn das ist doch schon mal für die Familien in Nordrhein-Westfalen erfreulich, dass wir darüber einen Konsens haben. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, mit der Einführung von im Kita-Jahr 2006, 2007 als Modellprojekte unter Schwarz-Gelb, dann mit dem ersten Kiebitz-Änderungsgesetz unter Rot-Grün, in dem gesetzliche Grundlagen für die Förderung geschaffen wurden und die Mittel erhöht wurden, bis jetzt, wo wir wieder darüber diskutieren. Das Erfreuliche daran ist doch auch, wir haben da eine gewisse Kontinuität, dass wir sagen, das ist ein wichtiger Beitrag der Familienförderung in Nordrhein-Westfalen und da müssen wir uns um die Weiterentwicklung kümmern. Also halten wir doch als erstes mal diese Gemeinsamkeiten fest. Sie formulieren in Ihrem Antrag die Notwendigkeit, die möglichen und sicher auch vorhandenen, Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, Kollege Hafke, Veränderungen, die sich seit 2006 ergeben haben, genauer in den Blick zu nehmen. Und mit Blick auf den bedarfsgerechten Ausbau, die sozialräumliche Ausgestaltung sowie die finanzielle Ausstattung hat die rot-grüne Landesregierung, hätte man wirklich auch mal im Antrag erwähnen können, wenn Sie die Fragen schon aufwerfen, ja durchaus was getan. Ich habe gerade erwähnt, dass mit dem Kita-Jahr 2012, 2013 eine verlässliche Grundlage geschaffen worden ist, dass die Mittel erhöht worden sind und dass die Verteilung nach einem Sozialindex erfolgt, damit die Unterstützung vor allem zu mehr Chancengerechtigkeit und mehr Chancengleichheit beiträgt. Ich habe auch gehört, Kollege Hafke, dass Sie auch das für sich nicht reklamiert haben, sondern auch unterstrichen haben, dass das ein wichtiges Ziel auch weiterhin ist. Ich erinnere mich an die letzte Legislatur, wo gerade die Frage der Verteilung nach Sozialindex durchaus immer wieder von Ihnen kritisiert worden ist. Vor diesem Hintergrund eine konkrete Frage an den Minister, ob dieser Sozialindex auch zukünftig die Verteilungsgrundlage sein soll. Denn das ist auch beispielsweise aus einer Anhörung zum Ende der letzten Legislaturperiode noch mal sehr deutlich herausgekommen, die Träger und die Verbände machen sehr deutlich, dass die Qualität beim Ausbau und eben auch die Frage, wohin gehen die Mittel, wo sind sie am besten eingesetzt, Sie haben das Stichwort Kinderarmut genannt, dass dort die Qualität im Ausbau eindeutig Vorrang vor der Quantität haben muss. Und die Weiterentwicklung der Familienzentren ist doch gut und richtig. Und Kollege Melzer hat schon darauf hingewiesen, dass wir vor allem dann auch über die Qualität sprechen müssen. Und das ist eine Frage der Finanzierung. Das ist aber auch eine Frage der Leitungszeiten und der Leitungsfreistellung, die wir da in den Blick nehmen müssen. Und im Gütesiegel Familienzentren ist ja ein ganzes Bündel formuliert an Qualitätsanforderungen. Das ist auch gut und richtig so, denn diese Qualität brauchen wir, um Familien auch wirklich zu unterstützen. Aber es ist auch deutlich geworden, dass die Fördersumme von 13.000 bzw. 14.000 Euro jährlich für diese vielfältigen Anforderungen nicht auskömmlich ist. Und ich will noch mal zurückkommen auf die Reihe der qualitativen Weiterentwicklung von 2006 über das erste Kiebitz-Änderungsgesetz bis jetzt. Das heißt also, wenn wir diese Weiterentwicklung konsequent miteinander weitermachen wollen, dann wäre hier eine Verbesserung der Finanzausstattung sinnvoll und geboten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und FDP-Fraktion, wenn man sich dann den Antrag anguckt, dann finde ich leider auch nicht mehr so viele positive Worte dafür. Vielleicht würde ich es nicht ganz so drastisch ausdrücken wie Kollege Melzer, aber zum Ende der letzten Legislaturperiode haben Sie noch einen Antrag eingebracht. Wir hatten eine große Anhörung dazu mit der Ausbauforderung von, es müssen jetzt 300 neue Familienzentren sein. Jetzt sind Sie für das Kita-Jahr 2018, 2019 bei 150 im Ausbauziel. Das ist ungefähr das, was eben auch die rot-grüne Landesregierung vorher hatte. Das will ich gar nicht kritisieren, denn ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Qualität Vorrang haben muss vor der Quantität. Ich finde allerdings erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit Sie in der realpolitischen Realität angekommen sind, in der Opposition noch große Töne spucken und nun schon zufrieden sein mit einem einfachen Weiter-so. Also kann nicht alles ganz schlecht gewesen sein in der rot-grünen Landesregierung. Ich frage mich allerdings auch, Sie sagen ja, es soll evaluiert werden und die Erkenntnisse der Evaluation sollen in die Weiterentwicklung einfließen. Das heißt, die Grundlage, schließe ich daraus, der Anerkennung der 950 Familienzentren ist immer noch die alte, denn die Ergebnisse dieser Evaluation sollen ja erst im Frühjahr 2019 vorgelegt werden. Und nun kommen wir ja auch wieder dazu, dass die
NRW-Koalition, die selbsternannte, der Regierung vertraut. Das ist auch gut, das ist auch die Aufgabe einer Koalition. Wir als Opposition würden allerdings ab und an gerne mal mehr tun, als darauf angewiesen sein, der Landesregierung zu vertrauen. Wir hätten gerne Konzepte, über die man inhaltlich auch diskutieren kann. Und wenn Sie hier davon sprechen, dass Sie uns einladen wollen zu einer Diskussion über Konzepte, dann frage ich mich, warum Sie eigentlich diesen Antrag direkt abstimmen wollen und nicht in den Ausschuss überweisen wollen, denn dort diskutiert man üblicherweise fachlich und im Detail. Ich fasse zusammen, der Inhalt Ihres Antrages ist in meinen Worten, es geht weiter wie bisher, denn eigentlich war es ja gar nicht so schlecht. Die Regierung arbeitet, auch schön, dass Sie das mal festgestellt haben, und eigene Konzepte haben Sie als regierungstragende Fraktion keine. Daraus für mich der Schluss, Notwendigkeit für diesen Antrag keine. Vielen Dank.